Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Das wird jetzt ein Vlog. Wir fahren nämlich nach Tschechien, das wird so ein Girls Trip. Dabei ist meine Schwester und zwei Freundinnen. Wir sind hier mit einem krassen Auto unterwegs. Und wir sind jetzt schon in Tschechien, jetzt holen wir noch eine Vignette. Und genau, noch ein bisschen Drinks und Food. Wir sind circa so 2 Stunden jetzt gefahren und dann glaube ich noch 2 Stunden circa weiter. Und dann haben wir es geschafft. Und dann bleiben wir jetzt dort ein Wochenende und genau, viel Spaß. Also hier ist was scratchen, so wie im anderen Vlog nach Italien. Wir müssen ja für die Fahrt gut vorbereitet sein. Zum Durchhalten, obwohl wir haben glaube ich nur noch 1 Stunde. Und ja, was wollen wir noch machen? Die Füße berühren. So. Sehr gut. Okay. Und holla. Ich hab's gewusst. Hey, voll stabil. Mega. Holla, ich hab auch mehr gemacht. Wir sind hier angekommen in dem Hotel. Und hier kommt man hier so rein. Hier ist unser Bett. Ich bin hier mit Becca. Hallo. Hier eine nette Schokolade. Ein Gruß. Ein Wasser. Hier ein netter Tee. Freut man sich. Dann schauen wir mal weiter. Hier geht's zum Bad. Sieht auch stabil aus. Schöne Dusche auf jeden Fall. Hallo Toilette. Und das Coole ist, es ist hier verbunden. Hier kann man die Tür aufmachen. Und dann sind wir mit den anderen zwei Ladies hier verbunden. Also zusammen, voll cool. Bei denen sieht es auch gleich aus. Hier ist so ein Minibar. Und ja. Hey, die haben eine Badewanne. Also so Badewannendusche, also unseres ist schöner. Die haben eine Badewanne? Ja, also Badewannendusche, ich finde unseres besser. Also Dusche, also ist ja eigentlich ja das Gleiche. So, ich meine, das ist ja eigentlich auch so chillig mit den Dingsi und ohne Vorhang und so. Die gefahren. Okay, wir sind jetzt Adam ready machen. Ich bin schon ready. Und hier ist eigentlich auch voll der gute Spiegel zum Ready machen an der Minibar, weil im Bad ist eigentlich nicht so gut belichtet. Ich kann jetzt noch nicht mein Outfit zeigen, erst wenn dann das Bad frei ist. Ah ja, wir schauen jetzt mal, wo wir hingehen. Wir wollten eigentlich noch was essen. Also wir gehen vielleicht irgendwie so zu einer Bude oder irgendwas so kleines Streetfood-mäßiges essen. Und dann morgen gehen wir richtig essen. Und ja, jetzt schauen wir mal, in welchen Club wir gehen. Und morgen wollen wir in so einen größeren Club gehen, also dieser, der berühmte Club da, aber ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber dieser ganz große mit den 5 verschiedenen Stages oder so. Und ja, heute mal sehen. Wird wahrscheinlich einer mit 2 Stages. Das ist unser Outfit. Socken. Hose, In schwarz. Ein Oberteil, hallo, hallo. Nette Dame. Okay. Und okay. Also, Adiletten mit Pumasocken. Oh, sieht man nicht so gut. Dann eine nette Hose. Und Oberteil. Das war's. Okay. Wir haben jetzt gesucht, wo wir unser Money wechseln können. Hier haben wir es gefunden. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob man das so richtig auf der Kamera sehen kann. Alles geht hier voll ab. Und jetzt sind wir bei McDonald's gelandet. Es gab leider kein McFlurry. Das ist schlimm. So, das ist so der Standard. Mein Lovely. Also da, wo wir jetzt hier am Rücken sind, das war eine Disco, die hat Eintritt dort 25 Euro, glaube ich, gekostet, circa. Und man konnte aber davor noch Tickets kaufen und dann zahlst du noch, also nur, ist auch viel, aber 15 Euro so. Also wer da auch hingeht und dann nicht so viel Money zahlen möchte, würde ich es empfehlen, ein Ticket zu kaufen. Und das nicht zu verpassen. Genau, an sich, der Club sah ja mega cool aus, fand ich. Also hat er 2 verschiedene Stages, dann noch so Außenbereich, also so Rooftop. Und an sich war es auch mega cool vom Aufbau und so.
Aber irgendwie war die Musik für uns nicht so mega cool, halt klar. Sie muss halt so passen, so für alle so ein bisschen. Aber das war halt so ein bisschen immer so Remix-Musik so. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, so cooles Hip-Hop oder so. Hey! Volle Stütze. Und nicht Hip-Hop oder so. Oh, und ja, die Getränke sind eigentlich genauso vom Preis her wie in Deutschland, würde ich sagen, so. Also ähnlich auf jeden Fall. Und ja, kann man dazu noch was sagen? Jacke 2 Euro, jetzt wechseln wir noch Geld. Guten Morgen, wir machen uns gerade ready für den Tag oder fürs Frühstück. Wir haben uns hier Kaffee und Tee gemacht. Voll cool, dass es das gibt. Unser Zimmer sieht so schön aus. So, unsere Outfits zum Frühstücken. Hier haben wir eine englische Dame. Ja. Sieht so ein bisschen aus. Und hier haben wir den Swag. Jetzt regnet es und stimmt es ein bisschen, deswegen beautiful. Aber die haben, also viele haben kein Frühstück mehr, deswegen müssen wir mal gucken. Wir haben glaube ich 13 Uhr. Wir sind auf der Suche. Wir haben hier ein Matcha-Eis-Latte. Es ist wirklich sehr süß. Es schmeckt eigentlich so ein Eis, Matcha-Eis oder so. Ähnlich könnte es sein. Und wir sind jetzt nicht normal frühstücken, weil es hatte irgendwie nicht mehr so auf oder die geben keine. Die machen kein Frühstück mehr. Und jetzt sind wir in so einem, ja, das ist eher Asialaden, oder? Mit so Nudelsuppe. Das ist hier meine Bowl. Wir machen halt hier geil mit Lachs. Wir haben hier ein nettes Bad. Also es ist gar kein Pokémon-Store, wie wir dachten. Es ist einfach eine Bücherei und Bäcker ist enttäuscht. So, hier ein Candy Train. Hier sind tolles Bild. Und so eine Tüte geholt. Und hier 100 Gramm sind 90 Kronen. Bäcker meinte, das sind ca. 4 Euro. Und alle wollen das jetzt. Strawberry. Ja, saugeile Sachen. Wir machen uns jetzt jeder eine Mini-Tüte zusammen. Ein ganz normales Outfit. Okay, wir müssen jetzt hier den Hund streichen, damit es uns Glück bringt. Ich flausche. Der nächste Bäcker. Au début, non, je te jure que non, en fait. Ça fait trop classe. Au début, c'est. Das ist Bäcker für Baby. Wir haben jetzt doch noch drauf entschieden, Anti hat mit Schokolade drin und ich bin so nur Vanille, weil ich bin schon so platt von diesem ganzen Candy-Zeug, wo wir da gekauft haben. Marie hat das gleich. Sehr schmatzig, so ziemlich Zucker, schmeckt hauptsächlich, oder halt Zucker, wie so mit einfach Vanillepudding drin. Bäcker, wie ist deins? Lecker. Wir sind jetzt wieder angekommen, hier chillt die Bäcker für den Rücken, dass der wieder fein wird. Den werde ich eigentlich auch irgendwie auf den Boden legen, weil der so gerade, schön gerade und hart ist. Aber ich vertraue dem Boden irgendwie nicht, ich vertraue nicht dem Bett, aber irgendwas muss man ja vertrauen.
Oh Mann, aber hätte auch gerne einen Boden. Genau, unser Plan ist dann jetzt kurz ein bisschen zu chillen. Und dann wollen wir uns ready machen, dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Stadt. Ich hoffe, dann regnet es nicht mehr so sehr. Aber ich kann irgendwie nichts mehr so viel tun, also ich fühle mich gerade so, so voll. Wir haben halt auch so viel Süßes gegessen und ich bin es halt eigentlich nicht gewohnt, so viel Süßes zu essen. Und deswegen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen jetzt. Und genau, danach gehen wir noch in eine Disco. Becca, weißt du, wie die heißt? Irgendwas mit K, Kravatz. Ja. Alles einfach ein. Wir müssen dann morgen früh auschecken und dann gehen wir nach Hause. Also Becca ist durstig. Sieh die Flasche, Echsen. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Plan. Nein, okay, okay. Zieh weiter durch. Ja, stabil. Ja, wir waren ja den ganzen Tag unterwegs. Ich konnte ja gar nicht trinken. Mein Baby. Hallo, Becca. Okay. Mit der Kamera. Okay, wir sind jetzt ready. Und jetzt suchen wir was zu essen. Wir haben uns schon Restaurants gesucht. Jetzt hoffen wir, dass wir noch passend ankommen. Weil es ist schon spät, oder? Es ist schon spät, ja. Es ist gleich 22 Uhr. Wir hoffen, dass dann noch die Küche offen hat. Hey! Snack vor dem Klo. Ja, weiß gar nicht, ob man das sieht, wie groß ist, aber... Hier ist einmal größer als der Teller. Also es ist jetzt 4 Uhr, wir sind raus aus dem Club, ist eigentlich nicht natürlich für uns. Wir gehen eigentlich erst um 5 Uhr zurück oder halt wenn es fertig ist, raus. Aber wir sind leider enttäuscht. Irgendwie, weiß ich nicht, war es leider nicht so cool oder so wie gedacht. Ja, voll schade, also die hatten auf jeden Fall diese 5 Stages, aber die hatten irgendwie 4 davon nur offen. Und war irgendwie nicht so berauscht. Irgendwie waren die DJs halt nicht passend. Also halt so wie beim anderen Club. Aber jetzt im Vergleich, oh, ich sehe irgendwie gruselig aus. Aber im Vergleich zum anderen war der jetzt eigentlich also schlechter. Und wir haben es ja eigentlich andersrum gedacht. Es ist einfach so kalt. Es ist kalt. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt. Ja, ich wollte mich eigentlich noch beschweren, dass es kein McFlurry gibt. Weil irgendwie was überall ausverkauft oder das stand nicht mal so zum Kaufen da. Voll enttäuschend. Aber wir wollten unbedingt einen. Und dann haben wir aber doch einen am Ende gefunden im McDonald's, also in einem anderen da nochmal. Und dann waren wir voll glücklich. Und es gab auch mit Lotus-Geschmack. Habe ich noch gar nicht so in Deutschland gesehen, aber gibt es glaube ich schon. Und dann sind wir zur Bahn runtergegangen und dann war das voll warm. Und er hat dann gesagt, Bruder, du darfst hier keinen McFlurry essen. Und das ist halt dann die Regeln sind und so. Und es hätte um die 2000 bis 3000 Kronen gekostet. Und er hat uns noch kontrolliert wegen Tickets und so. Und wir hatten welche. Und wir hatten auch davor welche gekauft, nur da kam irgendwie kein richtiges Ticket raus aus diesem Teil. Sondern so ein anderer Schein, der stand aber drauf, dass es halt gerade nicht rausdrucken kann. Und dann, keine Ahnung, soll dieser Schein gelten. Und ja, der hat aber gesagt, das gilt nicht. Da mussten wir dann jeweils 1000 Kronen dafür zahlen. Sehr freundlich. Aber er hat gesagt, er wird uns halt den McFlurry nicht berechnen. Also sonst hätten wir wahrscheinlich jeweils 3000, 4000 Kronen zahlen müssen. Das wäre natürlich nicht so optimal. Ja, so an sich ist die Stadt auch mega, mega schön auf jeden Fall. Nur war nur ein bisschen von den Clubs enttäuscht, aber sonst ist echt schön dort gewesen und so. Und dafür, dass es ja die Hauptstadt ist, ist es dafür günstig, würde ich sagen. Halt sind halt so diese normalen Preise in Deutschland. Ja genau, und davor sind wir keine Mautstraße gefahren. Da haben wir dann, glaube ich, um die 4 Stunden oder ein bisschen länger gebraucht, hinzukommen. Und jetzt fahren wir die Mautstraße, also mit Plakette natürlich. Und jetzt ist es nur 3 Stunden 40, also es lohnt sich, wenn man ein bisschen Zeit sparen möchte. Und genau, das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und genau, das war unser Roadtrip.